Hey, ihr seht Muso auf Berlin Music TV. Herzlich willkommen bei Berlin Music TV hier beim Splash Festival. Und hier ist auch noch Muso neben mir. Hi, freut mich. Wie geht's dir denn? Ja, ich bin fit, ein bisschen nervös. Ja, wobei wenig geschlafen, aber relativ fit dafür und nervös, ja. Weil du spielst heute noch hier und es ist auch dein erstes Mal hier. Nee, ich habe letztes Jahr an einem Wohnwagen gespielt. Hier auf dem Gelände? Ja. Wie war es für dich? Letztes Jahr oder dieses Jahr? Erstmal letztes Jahr und dann jetzt mit so einem Gefühl wahrscheinlich dieses Jahr ja aufzutreten. Genugtuend ist das, nennt man dieses Gefühl. Nee, Quatsch. Es war letztes Jahr schon mega nice, das Splash. Und ich habe hier viele Freunde. Ich unfassbar gute Zeit immer. Ich habe letztes Jahr mein Perso und mein Handy verloren. Dieses Jahr habe ich alles im Auto gelassen. Handschuhfach? Ja. An alle. Brecht das scheiß Auto nicht auf, bitte. Ist es denn für dich auch so ein Prestige, hier auftreten zu dürfen? Total. Total. Also ich meine, das Hip-Hop-Charakter ist halt auch so, weißt du, da sind so draußen auf dem Festival haben ewig viele Underground-Leute, verkaufen ihre Tapes, hier im Backstage triffst du alle Rapper, da macht der ein Interview, da der, man kann sich austauschen, so, das ist einfach so ein, wie so an so einem Autobahn-Rastplatz, so ein Treffen von Militärveteranen, die dann alle über den, nee, Vietnamkrieg nicht, aber die dann alle über die gute alte Zeit reden. Mhm. So ist es hier halt auch so voll Familien-Picknick-Charakter, total geil. Man sieht alle Leute und da geht es halt auch ein bisschen drum in der Szene. Und deshalb ist es schon... Gesehen werden auch. Gesehen werden, also gehört werden eher, glaube ich, dann so. Und ja, und sich halt auszutauschen auch mit anderen Leuten und halt auch zu connecten, weil in Amerika wird ja jeder Song von zig Typen geremixed, was in Deutschland halt nicht so ist, ein bisschen so, aber was ich auch ein bisschen schade finde, aber ich habe ja jetzt selbst auch noch wirklich keine Features gemacht und es gibt aber viele Künstler, die ich schätze. Ja, da ist so ein Tag halt schon cool, um einfach auch zu connecten. So. Das ist ja auch gleich ein guter Ansatz, weil dein Album ist gestern rausgekommen. Das heißt Stracciatella Now. Erwarten uns denn viele Songs von dem Album heute? Also einen spiele ich noch von der Free EP, von der Malibu Beach EP, die frei zum Download im Netz steht. Und ein Intro haben wir noch gebastelt und sonst nur Songs von der Stracciatella Now. Wie sieht denn so eine Live-Show bei dir aus? Hast du eine Band dabei, nun DJ? Also ich habe zwei Drummer dabei, die Toms, Hi-Hats und Becken am Start haben und wir spielen viele Tom-Figuren live und viel Drums und gucken, dass die Stimme direkt kommt und mit Druck und ja, versuchen das halt live ungefähr so wie auf Platte umzusetzen, nur etwas dynamischer. Ist auch eine gute Frage gleich, wie lange hast du denn an deinem Album gesessen? Also so immer so on-off mäßig ging das über einen Zeitraum von über 1,5 Jahre schon fast, würde ich sagen. Ja. Und hast du vorher schon gewusst, was dabei rauskommt? Also so wirklich weiß ich es ja jetzt auch nicht, weil dieses Werk ist so komplex für mich, ich stecke da so tief drin, ich kann das nicht als Gesamtprodukt von außen sehen. Mhm. Das müssen dann die Leute machen, ich habe keine Ahnung, ich glaube das sind 12 Songs, die alle auch ein Stück weit für sich selbst stehen und einfach eine Collage von Werken, die wir in den letzten 1,5 Jahren halt gemacht haben. So, und ja. Ich hab's und textlich gesehen, wo hast du die Inspiration herausgenommen? Viel zwischenmenschlich, also meine näheren sozialen Kontakte. Ich glaube, ja, das hat mich geprägt. Hast du die in deinen Songs verarbeitet oder wie können wir uns das vorstellen? Viele Texte zu dem Album sind halt auch nachts entstanden. So, es war ja ein sehr, sehr harter Winter, wie wir alle gemerkt haben und viele Texte sind dann auch so vom Club nach Hause gekommen, After-Hour-Depression, nicht schlafen können, Zukunftsängste, zwischenmenschlichen Struggle, dies, das und einfach auf Papier gebracht. Das ist ja auch so eine Info, die man von dir kennt, dass du unter Angstzuständen gelitten hast oder leidest. Das machst du ja irgendwie auf jeden Fall publik. Inwieweit prägt dich das heute noch oder ist das in deinen Texten zu hören? In den Texten hört man das, glaube ich, ganz oft, weil es schon auch so ein Stück weit apokalyptisch alles ist und
Also es ist nicht mehr so beim jeden Tag so bei mir. Klar, mit mehr Erfolg und mehr Zuhörern. Ich meine, es geht nur darum, man geht in Therapie, damit jemand einem zuhört, dass man auch mal darüber redet. Und wenn ich Probleme habe, die ich wirklich auch hatte und auch massive Probleme und ich habe sie aufgenommen, ich habe darüber geredet, die Leute haben das gehört und so ein Stück weit bin ich dann, ich sage jetzt nicht geheilt, aber vielleicht ein Stück weit schon auch therapiert, wenn die Leute das halt hören und mir auch Feedback geben und genau das geschieht, was ich damit gewollt habe, nämlich, dass ich in den Köpfen der Menschen stattfinde so. Und dann geht es mir besser damit und dann ist nicht jede Nacht Apokalypse, aber dieses Projekt, das steht halt dafür so und ich bin halt auch so ein Mensch, aber ich bin jetzt nicht, weiß Gott, jede Nacht total auf dem Film, also so jede Nacht so psychomäßig unterwegs. Es gibt Nächte, aber ich bin auch mal ganz gut drauf so. Von was sprechen wir denn da jetzt genau? Von Drogen oder? Auch, ich habe viel Erfahrung mit Drogen gemacht, aber es müssen noch nicht mal die Drogen sein. Ich glaube, das sind Zukunftsängste, so das Leiden einer ganzen Generation, glaube ich, auch so bei uns. Ja. Aber macht dir ja nicht so einen Tag wie heute Mut? Doch, total. Total. Das ist halt so, das ist kein irgendwie Happy Hip-Hop, ich gehe auf die Bühne, verlange alle Hände, dann sind sie oben vom ersten bis zum letzten Song. Sondern es ist schon auch schwermütig und auch live. Ich versuche das halt soundmäßig, also dass die Stimme halt geil kommt und dass es live halt geil, sich geil anhört und dass die Leute das halt in den also einfängt halt so und dass die Leute catcht und ja, für mich ist es dann ganz, ganz groß, wenn das dann live funktioniert, weil, also ich habe Texte nicht geschrieben, es gibt Rapper, die denken sich dann, okay, stellen sich den Text vor, wie ist er, wenn ich ihn auf einer Bühne rap? Ich denke gar nicht so weit, weißt du so. Ganz genau, das interessiert mich eigentlich auch. Daran hast du gar nicht gedacht? Nee, gar nicht so, weil dann hätte ich, glaube ich, ein zu klares Motiv und bei mir, ich mag das nicht, wenn man bei Menschen, das Leben ist wie Schach so und manche Menschen denken halt zu offensichtlich ein paar Züge voraus, weißt du so. Und ich mag das nicht, wenn man oft das Motiv einer Tat erkennt und merkt, das ist jetzt, klar, das ist ja auch was Gutes. Ich meine, ich hatte auch letztens eine Diskussion darüber mit einem guten Freund, der meinte so, das geht darüber, die Kids wollen interagieren mit dir als Künstler, das reicht nicht, wenn die dich einfach nur anschauen oder die wollen mit dir, die wollen einen Teil von dir haben, so, die wollen ein Teil davon sein und sind sie auch, indem sie die Platte kaufen und sie hören, findet es in deren Köpfen statt, damit sind sie ein Teil. Aber ich glaube so auch etwas ältere Leute, also wenn ich auf ein Konzert gehe, ich finde es halt auch geil, wenn der Künstler total in seiner eigenen Welt ist und nicht interagiert mit dem Publikum. Ich kann mir das dann auch immer so mit einer gewissen Distanz halt so angucken. Weißt du, wenn du unten stehst so in dem Publikum und du hast einen Künstler, der dich immer anguckt, der da hinguckt, da und dann fixiert er dich halt auch immer, dann kannst du nichts anderes machen als im Publikum stehen und abzugehen, weil du magst ja den Künstler und du willst ja nicht, dass er denkt, du würdest jetzt nicht abgehen, weißt du so. Aber wenn dich ein Künstler nicht anguckt, dann fühlst du dich unbeobachtet. Und dann gibt es ein ehrliches Feedback, wie bei Chatroulette, wenn du es öffnest und die Leute sehen dich und fühlen sich sicher hinter dem Screen, wie wenn sie ihre scheiß YouTube-Kommentare abgeben, weißt du, die fühlen sich dann sicher. Und ich glaube, ich gebe den Leuten halt auch so die Freiheit, glaube ich, so ein bisschen zu machen, zu denken, was sie wollen, während ich da rap, weil ich halt auch tief in meiner eigenen Welt halt immer stecke. So. Jetzt bist du ja seit einem Jahr oder so bei Chimperator unter Vertrag. Wie ist es denn für dich dort? Ein Crow ist da, Heiß-Kalt sind da. Wie ist es? Ist die Zusammenarbeit gut? Also, freut dich das? Crow, unfassbar cooler, smoother Typ, unglaublich. Heiß-Kalt, auch richtig geile Dudes. Wir verstehen uns alle mega gut. Mhm. Ich stehe komplett hinter den Jungs und für mich ist es ein Segen. So. Viele sagen Fluch und Segen, aber für mich ist es halt nur ein Segen, weil ich glaube, meine Musik ist nicht leicht zugänglich und dann sowas zu erfahren, dass mir so eine Riesenplattform gegeben wird. So. Es gibt Freunde, Rapper, andere Rapper, die mir sagen, ey, Leute würden sich da einen Arm rausreißen. So. Du musst immer realisieren, was für eine Chance du da hast. Leute würden sich da einen Arm rausreißen, um auf so eine Plattform zu kommen. Und vielleicht, wenn man irgendwas immer zu sehr will, vielleicht bekommt man es dann nicht. Das ist wie, wenn man eine Single ist und unbedingt irgendjemanden kennenlernen will, dann ist es meistens noch länger Single, wie wenn man so ganz unverbindlich und komplett frei agiert. Und ich glaube, so war das auch bei mir. Wenn ich das zu sehr wollen würde und zu sehr den Erfolg suchen würde, dann würde man das merken bei mir. So. Und ich glaube, dass ich da mich halt auch gut platzieren kann, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so die breite Masse anspricht. Ich glaube, dadurch, dass ich so eine riesen Plattform habe, werde ich meinen Platz finden. So. Und da bin ich so dankbar dafür. Man könnte auch so einen kommerziellen Move machen und einfach mal so ein Feature mit Crow machen, oder? Ja klar, das wäre auch, das wäre nicht nur ein kommerzieller Move, sondern das wäre... Für dich auf jeden Fall optimal.
für mich wäre es musikalisch vor allem auch optimal, weil der Carlo, der kann halt Hook schreiben wie kein Zweiter und hat Melodien am Start. Sowas, was mir halt dann vielleicht noch ein bisschen fehlt, wo ich jetzt nicht so der Beste drin bin, vielleicht wäre das eine gute Symbiose so aus zwei Dingern. Klar. Also können wir uns in Zukunft vielleicht darauf freuen? Nur vielleicht, wir schauen mal. Ihr könnt euch vielleicht darauf freuen, ja. Wie sieht es denn zukunftstechnisch bei dir aus? Jetzt kam gestern das Album raus, was übrigens einen Monat später jetzt kam, ne? Ja. Warum nochmal so zwischendurch? Wir mussten uns aufstellen vom Team her. Man muss ja nach außen gehen, alle Posten müssen perfekt besetzt sein und man muss einen Plan haben. Und das Produkt braucht seine Zeit. Und das Produkt braucht seine Zeit, definitiv. Du gehst doch auf Tour, ja. Oder? Ja. Im September, glaube ich, ne? Wo sieht man dich denn? Also bei euch in Berlin am 12. September, Festsaal Kreuzberg. Mhm. Und sonst muss man mal auf stracciatellanow.de gehen. Da findet man alle Dates. Ja. Voll. Alles klar. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Die letzten Worte gehören dir, wenn du noch irgendwas zu sagen hast. Ja, ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Ich hoffe, Deutschrap geht es weiterhin so gut. Und ich freue mich, dass er endlich seinen Stellenwert gefunden hat. Genauso wie in Amerika und jetzt im Mainstream verankert ist. Weil das ist unsere Sprache und das ist direkt. Und es ist kein verlogener Schlager oder so, sondern es ist strictly Rap, straight from the heart. Gib dir bös. Berlin TV. Sehr schön. Ja, und wenn ihr noch mehr über Künstler erfahren wollt, ein bisschen mehr über die Musikwelt, dann geht doch einfach mal auf berlinmusic.tv. Ja, und bei dir bedanke ich mich jetzt erstmal. Danke auch. Danke, ciao.